Unser Amazonas-Abenteuer startete in Puerto Maldonado. Nach einer einstündigen Bootsfahrt erreichten wir unsere Lodge. Bei der ersten Wanderung sahen wir eine Mini-Tarantel und riesige Bäume. Auf der Monkey Island kamen uns die kleinen Äffchen ganz nah. Die Kapuzineraffen sind mega schlau. Ich glaube, sie haben gehofft, Bananen von uns zu bekommen. Wenn die Sonne untergeht, kommen die nachtaktiven Tiere zum Vorschein. Bei einer Nachtbootsfahrt konnten wir Kaimane am Flussufer beobachten. Am nächsten Morgen ging es in den Tambubata-Nationalpark. Das war unser Highlight, denn wir konnten so viele Tiere beobachten. Nach einer Wanderung folgte eine Bootsfahrt auf dem See. Wir sahen weitere Kaimane, Affen und sogar seltene Riesenotter. Hier ein paar coole Aufnahmen. Wir lieben es, Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Nachmittags haben wir es entspannt angehen lassen, bis abends ein heftiges Gewitter kam, aber dazu später.